Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Saga Troy. Mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit dem mächtigen Paris, der gerade mit der Oenone Schluss gemacht hat und ihr gesagt hat, dass er jetzt eine andere Herzensdame hat. CA hat mir ja dankenswerterweise einen frühen Early Access hier zur Verfügung gestellt. Ich habe diese Kampagne mit dem Paris schon vor einiger Zeit gespielt. Sie ist nachvertont worden von mir und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, ich habe jetzt hier bei dieser Kampagne auch so ein bisschen den Schwerpunkt drauf gelegt, um zu gucken, was ist jetzt neu, was gibt es an neuen Möglichkeiten, was sind so ein bisschen die alten Schwächen. Und ich hoffe, euch da auch heute noch einiges zeigen zu können, wenn ich diesen Part jetzt abschließe. Ich lese noch kurz den Text vor hier. Oenone, Tochter des Zeus, bat Paris, den Ring als Erinnerung an ihre vergangene Liebe anzunehmen. Ihr findet Oenone im Wald, in entzückende Felle gekleidet wie ein Waldgeist. Auch wenn ihr euch an die Zärtlichkeit vergangener Umarmungen erinnert, sagt ihr, dass euer Herz nun einer anderen gehört. Kummer befällt das Mädchen, doch sie ist für euer ehrbares Verhalten dankbar. Sie legt einen kleinen Ring in eure Hand. Behaltet ihn, mein Prinz, als Andenken an die Liebe, die wir beide verloren haben. Und wir bekommen entweder 3000 Punkte Bonuserfahrung oder Helena wird davon enttäuscht sein. Es ist eigentlich ganz klar, dass wir hier nicht Helena enttäuschen können und wir nehmen stattdessen die Bonuserfahrung. Viele haben mich ja auch darum gebeten, nicht so viel rauszuschneiden. Leider muss ich immer wieder mal so ein paar Sachen rausschneiden. Ich habe hier eben zwei wichtige Auflagen, um die ich mich kümmern muss. Die erste besteht darin, dass ich euch nur eine gewisse Dauer an Videos hier präsentieren kann. Auch nur eine gewisse Anzahl. Und ich darf auch nur eine gewisse Zahl an Turns hier spielen in dieser Kampagne. Und deswegen werde ich immer wieder mal kleinere Sachen rausschneiden. Aber wenn das erste richtige längere Let's Play von mir kommt, also wenn ich nochmal ein längeres Projekt euch zeigen darf, dann werde ich das natürlich auch tun und dann werde ich natürlich auch nichts, was hier für das Spiel relevant ist, rausschneiden. Keine Sorge. Ich habe ja bereits erwähnt, ich gebe die Punkte nicht immer sofort aus. Ich gebe dem Paris hier den Donner des Ares, reduziert die physische Resistenz und den Rüstungswert, entschuldigung, die Geschossresistenz der gegnerischen Einheiten. Und mit diesem Moralfokus reduzieren wir auch nochmal die moralfeindliche Einheiten. Ich denke nämlich auch, dass das wiederum in Kombination mit den Priestern eine relativ starke Kombi sein kann. Moral ist ein sehr, sehr wichtiger Wert natürlich hier und wir schauen mal, wie sich das gleich weiterentwickelt. Wir schauen jetzt hier übrigens mal, ob wir vielleicht noch einen Krieg mitführen können. Und zwar hier eben einen Krieg, wo wir über den Hektor reinjoinen, sodass wir selbst keinen Krieg erklären müssen. Ich bin ja immer ein großer Fan davon, wenn man einfach einem Verbündeten weiterhilft. Das gibt uns direkt auch hier die Möglichkeit, einen gegnerischen Kommandanten niederzustrecken. Ich glaube, der hatte auch vorhin versucht, den Hektor anzugreifen, ist dabei aber kläglich gescheitert. Wenn wir aber gegen die Feinde Trojas siegen, bekommen wir ja zusätzliche Gunstpunkte bei unserem Papa. Außerdem kriegen wir positive Trades, wenn wir viele Gefechte gewinnen, auch das ist gut. Und vielleicht schaffen wir es hier oben noch, die eine oder andere Region einzunehmen. Zumindest angucken werde ich sie mir. Wir werden ja noch einige Runden warten müssen, bis wir unsere Gebiete im Süden erobern können. Und vor dem Hintergrund ist es vielleicht angezeigt, hier einfach mal zu schauen, dass wir hier oben noch ein bisschen weiter Krieg führen. Vielleicht werden wir dann auch mal eine Stadt abreißen. Wir schauen einfach mal, welche Optionen sich hier für uns ergeben. Mächtige mythische Einheiten können sich euren Armeen im Kampf anschließen. Diese unvergleichlichen Krieger und grausigen Bestien erfüllen alle mit Schrecken, die töricht genug sind, gegen euch zu kämpfen. Ja, also diese mythischen Einheiten, die gefallen mir hier tatsächlich echt sehr gut in der Kampagne. Wir werden nochmal mit unserem Agenten versuchen, hier die Moral zu reduzieren, einfach nur, weil wir dadurch Erfahrungspunkte gewinnen können. Natürlich schlägt das fehl. Das ist ja nicht so wild, ne? Ich finde es nur ein bisschen merkwürdig, dass diese Agentenmanöver halt Nahrung kosten. Also dann sollten sie halt irgendwie 5 Gold kosten oder so. Das finde ich irgendwie plausibler. Aber gut, Nahrung ist irgendwie die Hauptwährung hier. Das machen wir hier übrigens alles automatisch, wie ihr sehen könnt. Wir bekommen Erfahrung, wir können auch Nahrung erbeuten.
dadurch, dass wir diese Stadt erobert und die Armee hier ausgeraubt haben, beziehungsweise die Vorräte erbeutet haben. Und ich denke, wir werden diese Siedlung hier niederreißen. Wir haben eigentlich keinen Grund, hier eine Siedlung zu behalten. Wir können das jemand anderem überlassen. Ich versuche hier in der Regel immer erstmal komplette Provinzen zu sichern und ja, das ist ja einfach noch nicht der Fall. Also und wenn jetzt einer unserer Verbündeten dahin geht und sich diese Siedlung hier holt, dann ist das für mich auch in Ordnung. Wir laufen mit Paris weiter nach Süden. Es passiert erstmal eigentlich nicht viel. Wir bekommen eine Mission. Wir sollen ein Gelage für Helena abhalten, bekommen dadurch zum Beispiel mehr Wachstum, Fraktionsweit und Zufriedenheit. Und dann gibt es auch hier Poseidons rasender Hengst. Jeder weiß, dass der mächtige Poseidon die Stadt Troja hasst und sich danach sehnt, ihre stolzen Mauern niederzureißen, zu deren Bau er der Legende nach von Zeus gezwungen wurde. Der stürmische Olympia plagt die trojanische Hauptstadt in seinem Zorn oft mit Erdbeben, welche die Bevölkerung und Armen ins Chaos stürzen. Vor einer solchen Katastrophe beginnen die Pferde von Troja, die die Rage ihres Schöpfers allzu gut spüren, wie wild auszutreten und zu wiehern, bis der Herrscher der Tiefen schließlich selbst den größten aller Hengste gegen die Befestigung der Stadt anstürmen lässt. Wobei tatsächlich diese Ereignisse, das sind eigentlich mehr so Ereignisse, die die Geschichte hier so ein bisschen untermalen sollen. In 20 Runden kann ja tatsächlich eigentlich kaum jemand Troja belagern oder belagert haben zu dieser Zeit. Und interessanterweise gibt es auch solche Events wie Troja wird von einem Erdbeben heimgesucht, ne? Wie jetzt hier zum Beispiel so ähnlich, ne? Wie bei Poseidons rasender Hengst. Da soll es ja wohl ein Erdbeben geben, aber das hat leider keine Auswirkungen auf die Stadt. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe nämlich mit Menelaos zum Beispiel ganz gezielt auf solche Events gewartet und habe dann versucht, Troja mal zu belagern. Aber es hat überhaupt nichts, also die Mauern standen noch und alles, auch wenn da stand, dass die Mauern zerstört wurden. Also es war irgendwie ein bisschen komisch. Aber es soll halt, glaube ich, mehr hier der Geschichte hinter diesem Spiel dienen, als dass es jetzt wirklich konkrete Spielereignisse widerspiegelt. Wir können uns ja jetzt noch unserer Mission widmen und gleich noch versuchen, Spiele bzw. ein Gelage abzuhalten. Wobei wir das, glaube ich, auch nur dann machen können, wenn wir da ein Gebäude haben, wo wir auch Einheiten rekrutieren können. Also man braucht irgendein Militärgebäude. Und wir machen jetzt die Demonstration des Könnens. Ich glaube, beim Gelage müssen wir wirklich ein regelrechtes, also ein wirkliches Gelage halt machen. Ihr seht hier unsere Einheiten, unsere Armee ist immer noch unterirdisch schlecht, ne? Wir haben jetzt keine guten Truppen bisher. Wir bekommen halt nachher noch welche. Aber wir nehmen jetzt erstmal den Trash mit, den wir hier bekommen können. Wir wollen ja gleich Richtung Süden weiter vorstoßen, um unseren ehemaligen, nicht Verbündeten, aber wir hatten nicht Angriffspakt mit der Fraktion, eben anzugreifen. Und wir haben hier noch durch einen Event die Möglichkeit bekommen, zusätzliche Einheiten für Paris zu rekrutieren, also zusätzliche Elite-Einheiten. Und das haben wir jetzt hier auch gemacht. Das hat also soweit ganz gut geklappt. Ihr seht hier unsere Städte, die habe ich, was die Ressourcen anbelangt, ein bisschen weiter ausgebaut. Auch wenn wir jetzt tatsächlich fast 1000 Holz pro Runde machen, es reicht gerade mal für ein Gebäude pro Runde, ne? Also ich finde es teilweise echt ein bisschen traurig, dass halt hier, wie gesagt, ne, Paris muss man eher halt so wie Bob den Baumeister oder von mir aus wie den Spare-Spare-Häusle-Bauer Schwaben spielen. Viele Grüße an den Mörb übrigens an der Stelle. Weil, ne, also das macht er ja, ne? Er baut Häusle für die Helena und er spart die ganze Zeit Ressourcen, damit er irgendwas machen kann. Ist vielleicht jetzt halt nicht so eine actiongeladene Kampagne. Aber gut, ich möchte hier auch nochmal sagen, Development in Progress. Kann sein, dass man hier sich auch noch Gedanken macht und das umdesignt. Also ich weiß, dass viele andere Spieler das auch auf dem Schirm hatten und auch zurückgemeldet haben, dass sie sich hier ein bisschen mehr Action wünschen. Ich habe hier jetzt übrigens mal die Rundenzeit durchtickern lassen, damit ihr mal seht, wie schnell das geht. Wir bekommen ein Geschenk des Pharaos und da nehmen wir das Gold mit. Jetzt haben wir noch ein weiteres Event, ein sehr großzügiges Angebot aus Lykien. Der Sarpedon, der möchte sich uns freundlich gegenüber erweisen und
schickt uns etwas, aber er möchte wahrscheinlich auch irgendwas im Gegenzug dafür haben, ne, falls ihr weiterhin fruchtbare Handelsbeziehungen mit Lykien unterhaltet. Also ich weiß halt nicht, ob wir das jetzt annehmen oder ablehnen sollen. Es kann eigentlich keine so großen Mali haben. Der Paris ist dann jetzt übrigens auch nicht mehr missmutig, sondern jetzt ist er zufrieden und unsere Agentin hat auch noch eine zusätzliche Eigenschaft erhalten. Feindliche Agentenaktivität, das sehen wir auch hier. Da müsst ihr euch, also auf das Agenten-Harassment müsst ihr euch einstellen. Das ist so brutal. Also ich habe es hier festgestellt, du stellst einen Agenten in die Provinz, sofort schwärmen halt alle anderen Agenten, mit denen du, also von der Fraktion, wo du im Krieg bist, schwärmen aus, um diesen Agenten halt platt zu machen. Und das ist insofern halt sehr fies, weil die Agenten gerade am Anfang leichte Opfer sind, ne? Und nachher da lauern dann einfach so drei Agenten halt um deine Städte drumrum und behakeln dich da die ganze Zeit und warten also auch nur drauf, dass du da einen Agenten hinstellst, den die dann halt sofort abmeucheln. Und hier könnt ihr übrigens sehen, wie der Menelaos angesegelt kommt. Wir sind nicht im Krieg mit ihm, aber der hat offenbar was vor und vielleicht können wir das ja für unsere Zwecke nutzen. Wenn ihr euch für diese Aktion entschließt, werdet ihr einen Krieg entfachen. Und damit ich mich nicht sofort mit Menelaos vollständiger Bundesgenossenschaft anlegen muss, könnte ich ja einfach mal hingehen und dem guten alten Papa Priamos anbieten, dass ich ihn einfach im Kampf gegen Sparta unterstütze. Wir könnten wahrscheinlich auch noch was von ihm dafür verlangen. Ich weiß halt nicht, inwiefern das alles noch Gunstpunkte bringt, wenn wir jetzt das einfach nur so machen, ohne dass wir das verlangen. Aber ich habe mir gedacht, komm, wir machen das jetzt einfach mal so. Wir schenken ihm das jetzt einfach und verbessern unsere diplomatischen Beziehungen zu ihm. Und dann können wir noch einen schönen Kampf gegen den Menelaos führen. Das ist doch sicherlich ein ganz guter Inhalt für diese Kampagne. Ich würde sagen, unsere Truppen sind deutlich besser. Er hat zwar viele Schleuderer, aber... Also ich glaube, unsere Truppen sind eigentlich deutlich besser. Paris hat hier schon mal die Initiative ergriffen und ein paar Einheiten von Menelaos unter Beschuss genommen. Wir sehen, dass er noch sich relativ zögerlich verhält. Ich hoffe mal, dass die KI jetzt nicht wieder so einen Aussetzer hat, sondern sich noch bewegen wird. Ich finde die Szenerie hier eigentlich ganz cool. Also es ist zwar, ja, es ist zwar jetzt nicht das beste Wetter, so, aber für uns wird es jetzt hier, glaube ich, reichen. Wir versuchen hier jetzt erstmal auch unsere Linie ein bisschen zu verstärken. Wir müssen mit unseren Bogenschützen die gegnerischen Fernkämpfer auch unter Beschuss nehmen. Insbesondere sollten wir sie versuchen zu fokussieren. Denn die werden uns das Leben schwer machen. Unsere Bogenschützen haben zwar ein bisschen Panzerung, aber das hilft halt auch nicht so wirklich. Ne? Wir schicken jetzt die Harpien auf der Flanke vor und versuchen mit unseren Speerkämpfern auf jeden Fall auch den Nahkampf zu suchen. Versuchen hier die Frontlinie auch auf jeden Fall zu stabilisieren. Paris selbst kann seine Fähigkeiten noch nicht einsetzen. Er hat zwar schon einige Aristiepunkte. Aber, ja, ich muss hier übrigens den Plänkel-Modus ausmachen. Das hatte ich noch nicht gemacht in dieser Kampagne. Das ist echt unfassbar nervig, wie einem das die komplette Einheiten aufstellen kaputt macht. Insbesondere, wenn die eigenen Einheiten dann einfach vor so einem General halt weglaufen. Gut, Menelaos ist sicherlich fürchterlich oder furchterregend. Furchteinflößend, aber, eure Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. Unser Held greift übrigens auch an. Also im Nahkampf sollte er sich jetzt natürlich nicht zu lange mit Menelaos aufhalten. Das ist sicherlich keine gute Idee. Aber für den Moment reicht es erstmal, bis wir die Fernkampfüberlegenheit hier erstritten haben. Das ist übrigens eine Taktik jetzt hier, die mich so ein bisschen beschäftigt. Die KI hat ein ganz gutes Gespür dafür, sich genau so aufzustellen, dass die Fernkämpfer immer in die gegnerische Infanterie erstmal laufen müssen, um auf die anderen Fernkämpfer schießen zu können. Das ist aber hier auch tatsächlich ja möglich, weil die gegnerischen Steinschleuderer eine sehr hohe Reichweite haben. Da schicken wir aber jetzt unsere Keulenträger drauf, die ja besonders hohen Schaden gegen ungepanzerte Einheiten machen. Und gerade gegen die Steinschleuderer sollten die eigentlich leichtes Spiel haben. Hier müssen wir wieder ein bisschen babysitten bei unseren Einheiten. Wir sehen auch hier, versuchen wir die Fernkampfüberlegenheit zu bekommen. Der Paris verbessert mal den Fernkampfangriff seiner umstehenden Einheiten.
Und dann wird er mal schleunigst aus dem Nahkampf mit dem Menelaos abhauen, weil, wie gesagt, so lange überlebt er gegen den Todesstern nicht. Die Plänkler werden den Rest erledigen bei den Schleuderern. Gucken, dass wir hier Einheiten verfolgen, nach Möglichkeit. Die Axtkrieger sind nicht ganz so gefährlich für uns. Die haben nicht so eine hohe Rüstung, haben kein Schild. Insofern sind sie leichte Beute für unsere Bogenschützen. Aber der Menelaos, der kämpft hier ziemlich verbissen gegen unsere Bogenschützen. Und obwohl der im Nahkampf mit den Speerkämpfern ist, schafft das mir, die Bogenschützen fast aufzureiben. Da freue ich mich jetzt nicht so drüber. Bogenschützen sind teuer. kosten viele wichtige Ressourcen. Ja, und ihr seht den Menelaos, den kriegen wir nicht wirklich platt. Der ist ein echt heftiger Tank, aber das habt ihr ja auch in meiner Kampagne mit ihm gesehen. Aber Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. Bei Ares, eure Krieger sammeln sich. Wir schicken unsere Einheiten, die zurückgekommen sind, wieder ins Gefecht. Das sind ja hier die Fernkämpfer. Wir müssen aufpassen, denn auch die Einheiten der KI kommen ins Gefecht zurück. Na, die kommen halt alle wieder. Aber jetzt ist hier der Army Loss Penalty da. Die gegnerische Armee ist geschlagen. Und wir versuchen hier noch möglichst hohen Schaden anzurichten, insbesondere mit den Bogenschützen und den Plänklern. Und vielleicht erwischen wir den Menelaos auch noch. Vielleicht können wir den ja irgendwie gefangen nehmen. Schau mal, was wir hier noch an Bogenschützen haben, die vielleicht auf den Menelaos schießen können. Zumindest wenn wir nicht mehr auf die flüchtenden Einheiten schießen können, schießen wir auf den Menelaos. Das Problem ist, der Paris trifft halt auch nicht, ne? Also die gegnerischen Generäle, die haben entweder so einen hohen Rüstungswert oder so einen guten Ausweichenwert, dass man die eigentlich nicht gut erwischen kann. Ich versuche noch die Harpien dazu zu holen, aber da ist dann nichts mehr zu wollen. Aber das Gefecht haben wir gewonnen. Und da ist er besiegt. Wir nehmen die Einheitenverstärkung. Ich finde es übrigens schade, dass es keine weitere Anzeigemöglichkeit gibt, um zu sehen, welche Beute man jetzt genau gemacht hat. Aber wir haben ihm auf jeden Fall den Schild des Menelaos abgenommen. Und das ist so einfach echt nur richtig schön OP. Wir kriegen übrigens auch den Trade, hat Menelaos besiegt. Und da müssen wir übrigens dann auch direkt mit bedenken, dafür bekommen wir nochmal Gunstpunkte, ne, bei unserem Papa. Das ist ganz wichtig. Und das Besiegen von legendären Kommandanten wird also hier auch so ein bisschen Warhammer-mäßig. Ja, zusätzliche, zusätzliche Traits geben, ne? Das Besiegen legendärer Kommandanten. Mit unserer Agentin können wir, glaube ich, gar nicht so viel machen. Wir können vielleicht ein bisschen ausspionieren oder vielleicht mal versuchen, die gegnerische Armee da noch zu sabotieren. Ganz wichtig ist hier, dass wir in die Provinz gleich wieder gehen, wo die Helena ist, denn sonst bekommen wir wieder diesen Unzufriedenheitsmodifikator. Ist also wichtig, dass wir dorthin laufen und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt hier mal ein paar von den schlechteren Truppen, von den Standardplänklern auflösen, um noch eine Einheit Bogenschützen mitzunehmen. Die können wir sicherlich bei unserer nächsten Eroberung gut brauchen und dann bauen wir hier auch noch das Gebäude entsprechenderweise aus. Wir erhalten jetzt eine neue Eigenschaft mit Paris, deswegen zeige ich das hier nochmal. Ihr seht auch unten, wir haben einen neuen General, Polydoros heißt er. Hier steht's, ihr habt nun schon
mit vielen Errungenschaften bewiesen, dass ihr über eine ganz und gar königliche Tatkraft verfügt. Und so steigt auch das Vertrauen eures Vaters in eure Fähigkeiten. Jetzt erntet ihr die Früchte eurer Arbeit, die Bewunderung aller Trojaner und den Dienst von einem der Veteranen, den Priamos am meisten vertraut. Wenn ihr diesen Pfad weiterhin beschreitet und euer Können weiterhin unter Beweis stellt, wird euch Priamos sicher zu seinem Nachfolger ernennen. Doch ruht euch nicht aus und lasst euch nicht ablenken, denn jetzt, da ihr euren Wert bewiesen habt, wird euer Vater nur noch mehr von euch verlangen. Deshalb haben sich auch die würdigen Taten verändert. Das heißt also, unsere Missionen werden etwas komplexer, schwieriger und wir bekommen halt hier mit Polydorus die entsprechende Belohnung. Wir haben auch übrigens noch einen Erlass und Zeus beschädigt eine unserer Städte. Das ist immer ein bisschen eklig, weil das dann für längere Zeit andauert und ja, man hat dann ziemlich häufig ziemlich lange Debuffs. Wir bekommen übrigens Eigenschaften durch den ehrenwerten Sohn des Priamos, den wir ja nun geworden sind. Und der Polydorus, der kriegt positive wie negative Motivationswerte durch verschiedene Ereignisse. Diese Generäle haben immer zwei Dinge, wodurch die zusätzliche bekommen und zwei, wodurch die Motivation verlieren. Ich finde es jetzt nicht so cool, aber ist jetzt auch egal. Wir werden den sowieso auflösen, denn den Polydorus brauche ich sowieso nicht. Ich kann mir momentan eh keinen weiteren General leisten. Wir werden jetzt hier übrigens den Krieg erklären. Halleluja! Und endlich haben wir hier die Möglichkeit, noch eine Stadt zu belagern. Und dann hätten wir eine weitere Provinz. Da ist übrigens Polydorus. Da ist unser Hektor. Vielleicht nehmen wir Polydorus noch gerade mit übrigens zu dieser Belagerung dazu. Er könnte ja mit ein paar Trash-Truppen hier aufschlagen. 8 Punkte Erfahrung hat er übrigens. Kleine Randbemerkung noch hier, was ich eigentlich schon fast wieder ein bisschen witzig finde. Wir kriegen ja Polydorus als General. Der wurde ja aber eigentlich, also wenn ich mich jetzt nicht irre und so weit aus dem Fenster lehne, hat der Priamos, also muss ich vielleicht noch gerade sagen, Polydorus ist übrigens auch ein Sohn von Priamos, ist der jüngste Sohn von Priamos. Und ich meine, der wurde vor der Belagerung Trojas eigentlich nach Thrakien geschickt, um dann dort, ich weiß nicht, ich glaube mit der Tochter des Thrakerkönigs oder so vermählt zu werden. Also die Gründe kenne ich jetzt nicht mehr genau. Ich weiß nur auf jeden Fall, er wurde eigentlich zu Polymestor nach Thrakien geschickt, der ihn dann übrigens auch nach dem Untergang Trojas umgebracht haben soll. Also den Leichnam ließ er dann wohl ins Meer werfen und so. Also er hat ein nicht ganz so ruhmreiches Ende gefunden. Ich glaube, es gibt aber noch verschiedene Versionen, wie das aussehen kann. Also die antiken Autoren haben ja über das Schicksal dieser Helden spekuliert. Für die waren das ja so Leute wie so real existierende Menschen. Ja, also das hält sich übrigens sogar noch, bis in die Renaissance hinein. Auch wenn man Machiavelli von euch gelesen hat, wird es auch wissen, dass der Machiavelli zum Beispiel auch diese ganzen legendenhaften Sagengestalten aus dem klassischen und noch hier vorzeitlichen Altertum, dass der die alle so wie ja, real existierende Persönlichkeiten betrachtet. Wir springen nur ein paar Turns vor, in denen echt nichts passiert ist. Ich habe mich hier übrigens dazu entschlossen, die Stadt zu belagern, solange bis die Truppen hier Verschleiß erleiden. Und das hat tatsächlich hier ganz gut funktioniert. Denn mittlerweile, also es ist nicht mehr so wie bei Warhammer oder so, dass diese Städte dann 27 Runden ohne Verstärkung aushalten können oder sonst irgendwas, sondern teilweise sind diese Städte schon nach 3 Runden reif für einen Angriff, um gestürmt zu werden, und das war hier einfach sinnvoll, denn diese Belagerungsschlachten zu kämpfen, das macht momentan einfach noch keinen Spaß. Das habe ich ja bereits auch in meinem Let's Play mit dem Menelaos erwähnt, deswegen habe ich das dann hier automatisch gelöst. Und den Polydorus, den werden wir gleich nochmal auf die Reservebank schicken. Den heben wir uns auch für später. Aktuell brauchen wir den jetzt noch nicht. Und wir haben damit unsere zweite Provinz erfolgreich eingenommen. Es hat ja schon relativ lange gedauert. Aber dadurch, dass wir jetzt Lesbos kontrollieren, haben wir einfach eine wesentlich bessere Ausgangsbasis für noch ein paar weitere Eroberungen, und ich hoffe, ich kann da noch ein oder zwei zeigen.
Ja, so eine Schlacht können wir uns noch angucken. Wir suchen uns gerade noch einen neuen Kriegsgegner aus. Dem Leukos bieten wir hier einfach mal an, mit einer seiner Nachbarfraktionen in den Krieg zu gehen. Dafür geben wir ihm noch einen Nichtangriffspakt und machen noch einen Militärzugang. Das ist vielleicht ganz okay. Die Runden sind ja gezählt eigentlich, ne? Also wir holen uns jetzt hier die erste Stadt. Das ist sogar eine Goldprovinz und ich glaube, das ist halt auch deswegen relativ wichtig, dass wir uns die holen sollen. Wir haben übrigens den Segen des Ares in dieser Schlacht. Sicherlich gar nicht so verkehrt. Das war eine relativ einfache Übung für unsere Armee. Ihr seht, der Paris hat immer jetzt noch nicht wirklich gute Truppen, aber da wollen wir bald Abhilfe schaffen. Erstmal werden wir das Ding hier nur besetzen, weil die Städte wollen wir ja definitiv auch behalten. Wir holen uns hier unten nach Möglichkeit noch eine ganze Provinz. Und da oben sehen wir noch einen Helden von einer verbündeten Fraktion. Hier unten, wie gesagt, die Goldmine, sehr wichtig. Wir sehen auch, dass das Gold hier begrenzt ist. Ne? Ein bisschen mehr als 2000 sind hier drin. Wir bauen ein Garnisonsgebäude. Rekrutieren noch einen Speerkämpfer, billigerweise. Und den Polydoros hatte ich ja übrigens aufgelöst oder auf die Reservebank geschickt. Wir holen uns jetzt hier einen anderen Helden. Wir entscheiden uns hier für den Pandaros. Ihr seht, also der hat 2 von 2 Punkten Motivation, meine ich. Also irgendwie bei diesen Motivationsnummern, das ist halt sowas wie dieses Loyalitätssystem, irgendwas, was kein Mensch braucht. Ich finde aber, wichtig ist, dass man darauf achtet, wie kann man diese Helden spielen. Und wir geben dem jetzt übrigens erstmal eine ordentliche Infanterie mit Schild. Wir können ein bisschen ins Defizit gehen bei der Nahrung, das macht nichts, weil die Runden sind ja wie gesagt gezählt. Ne? Also das wird nicht mehr nach Belieben einfach so weitergehen. Und da können wir uns jetzt auch noch zum Abschluss der Kampagne eine ordentliche Infanterie gönnen. Ja, also Loyalitätssystem braucht eigentlich keiner hier, finde ich wirklich, aber vielleicht, naja, also so ganz so unrealistisch ist es natürlich auch nicht, ne? Ich will jetzt das Spiel jetzt auch nicht umsonst schelten oder über Gebühr schelten. Es ist aber natürlich wichtig zu wissen, dass die Helden durch bestimmte Aktionen Loyalität bzw. Motivation bekommen und durch andere Aktionen das auch wieder verlieren, ne? Ich finde, das ist dann was man auf dem Schirm haben sollte für die Spielweise. Das ist halt auch wieder ein bisschen albern, ne? Dann muss man bei manchen, darf man dann halt eben nicht die gegnerische Armee ausrauben und bei manchen kriegt man dann halt eben keine Verstärkung oder irgendwie sowas. Also, ja, kann man sicherlich bestimmt auch ein bisschen besser machen, aber es ist halt eben nicht der große neue Total War Titel, sondern es ist halt ein Total War Saga Titel. Und ich hoffe, dass mit dem nächsten Part nochmal ein paar Neuerungen mit dazukommen. Ja, zum Abschluss gibt es dann nochmal eine etwas größere Schlacht, zumindest eine Siedlungsbelagerung, wo wir nochmal ein paar Truppen ins Gefecht führen können gegen eine andere Armee, wo der Paris auch nochmal glänzen kann durch seine Fernkämpfer. Da sieht man dann auch, wie mächtig auch im Midgame diese guten trojanischen Fernkampfeinheiten sind, die hier auch mit den entsprechenden Erfahrungswerten daherkommen. Die schießen einfach super viele Truppen weg. Aber man muss wirklich dem Gegner zahlenmäßig überlegen sein. Also täuscht euch nicht, so das ist zumindest mein Eindruck, täuscht euch nicht, dass ihr hier so eine Armee 1:1 gegeneinander schickt und ihr denkt so, hey, ich habe so ein paar Fernkampftruppen mehr als der Gegner, damit kann ich ihn ja ausschalten. Das wird nicht wirklich funktionieren, denn ihr müsst damit rechnen, dass eure Infanterie dann sehr schnell in die Flucht geschlagen wird. Also man muss sich hier schon Gedanken machen bei der Armeezusammenstellung, wie ich finde. Und ich finde das hier auch, wie gesagt, ich finde das ganz gut. Tatsächlich haben mir die Schlachten recht gut gefallen, auch wenn die jetzt optisch, da habt ihr sicherlich auch recht gehabt mit eurer Kritik, auch wenn die optisch jetzt nicht ganz so State of the Art sind, das muss man wirklich sagen. Sie laufen flüssig. Ich bin jetzt nicht derjenige, ihr kritisiert das ja auch häufiger mal, dass ich nicht so oft ranzoome, ne? Ich bin jetzt nicht so derjenige, der hier den Augenschmaus halt braucht, ne? Ich bin hier auch mit einem Standard zufrieden. Mir sind so Sachen wie Einheitenvarianz wichtiger. Das fand ich hier eben echt ganz gut. Ich muss natürlich abwarten, wie das nachher fertig aussieht, auch mit dem Game Balancing. Also ich finde das Balancing nicht so schlecht, was die Gefechte angeht. Natürlich, Harpien waren sehr, sehr stark und so. Und man darf hier keine guten Leistungen von der KI erwarten.
Das ist sicherlich mit einer der größten Kritikpunkte, wobei man auch wieder sagen kann, ein Total War Saga Titel, da wird man jetzt auch nicht unbedingt die KI neu erfinden. Ne? Also das ist sicherlich schon so ein Balanceakt zwischen dem, was man hier neu bringen kann. Wenn ich summiere, das Setting, viele neue Einheiten, das Ressourcensystem, das war so mein Eindruck bisher. Das sind so die Sachen, die neu sind, wo das Spiel auch punkten kann. Aber es hat halt eben die anderen Schwächen wie die bekannten, also die bekannten Schwächen bei den Total War Titeln. Keine wirklich schlaue KI, ne? Und das Micromanagement der Fraktionen ist ein bisschen arg zeitaufwendig, finde ich. Kampagnenverlauf bei Paris fand ich jetzt persönlich nicht ganz so spannend, aber dafür wird man eben mit einer coolen Einheitenauswahl belohnt. Problem ist wahrscheinlich auch wieder, dass die KI einem nicht so viel entgegensetzen können wird, wenn man mal im Midgame-Status eine ordentliche Armee hat oder mehrere ordentliche Armeen hat. Es könnte problematisch werden, wenn dann zu viele KI-Armeen ankommen, denn momentan ist der Unterhalt für zusätzliche Armeen sehr, sehr hoch, aber ich denke, das wird noch ein bisschen genervt. Ich fände es ja schöner, wenn man häufiger mal so kleinere Gefechte hätte, dass sich immer so große Armeen gegeneinander klatschen, aber ist vielleicht auch nicht so unbedingt gewollt. Ja. Ich belasse es dabei und verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet ein paar wichtige Erkenntnisse über das Spiel und das Spielgeschehen haben und konntet auch die Fraktion so ein bisschen kennenlernen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid, wenn es das erste reguläre, größere Let's Play-Projekt von mir dazu gibt. Und ich werde euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Pax Vobiscum, Valete und Charete. Tschüss.